Habt ihr schon mal so einen schönen Apfel gesehen? Wie gemalt. Ist er aber nicht. Ja, das ist sogar ein alter Apfel. Hi, seid gegrüßt. Heute gibt es ein kleines Unboxing, denn es passt einfach gerade unglaublich gut, denn in ein paar Tagen erscheint ein ganz besonderes Spiel, auf das ich mich schon ganz besonders freue. Und passend dazu habe ich Post von Razer bekommen. Und zwar ist es diese Maus. Eine Razer Viper Ultimate, eine kabellose Gaming-Maus. Ich habe die auch schon hier. Ich habe auch schon mal einen Testbericht dazu geschrieben, aber das ist halt die Cyberpunk 2077 Edition und Mann, sieht die geil aus. Also schon, oder? Würde ich jetzt so sagen. Ich wollte euch einfach zeigen, wie die so aussieht, wie die sich so anfühlt und ja, es ist einfach ein schickes Ding. Schon mal auf dem Bild, ne? Hinten drauf gibt es noch so ein paar Details, ne? Eine kabellose Maus mit Ladestation sozusagen und ich glaube, ich werde dazu dann nochmal meinen Testbericht ein bisschen updaten. Vielleicht nicht einen extra neuen Testbericht schreiben, aber ich wollte euch gerne die Maus zeigen und das ist eigentlich ein schönes Gerät. Die Frage ist natürlich jetzt, soll man sie überhaupt auspacken oder stellt man sie ins Regal und freut sich, dass sie in 30 Jahren das 30-fache wert ist? Wer weiß. Ich packe sie aus. Schön finde ich übrigens, dass ihr hier so einen Magnetclip habt. Oh, hallo. Packen wir sie mal aus. Ja, schaut mal. Ist das nicht schön? Dieses kleine Dock, da wird die Maus oben drauf abgelegt und dann kann sie geladen werden. Wird dann mit einem Kabel an eurem PC, am USB-Hub, wie auch immer per USB verbunden und hat selbst unten, vielleicht kann man es sehen, so einen kleinen Streifen rundherum, wo er dann die Chroma RGB-Beleuchtung bekommt. Und das sieht ziemlich geil aus. Ich zeige euch die Maus auf alle Fälle, auch wenn sie nachher angeschlossen ist, wie das dann so beleuchtet rüberkommt. Und die Maus selbst hat eine gummierte Oberfläche, fühlt sich ziemlich geil an. Ja. Alles, was gelb ist, ist gummiert. Anders als bei der normalen Viper Ultimate. Und ja, ihr habt eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Es fühlt sich nicht glatt an, aber auch nicht rau. Es ist interessant. Gummiert. Auf alle Fälle gummiert. Ja, schick, oder? Das kann man doch so machen. Schauen wir mal, was noch so in der Packung steckt. Haben wir einmal das USB-Kabel, das Zuleitungskabel für das Mausdock. Interessant übrigens finde ich diesen Stecker, denn der passt perfekt hier rein. Und der kann auch nicht verdreht werden oder falsch rum reingesteckt werden, ne, weil er wirklich nur in einer Richtung passt. Und wenn der drin ist, sitzt er auch wirklich bombenfest. Das Kabel ist textilummantelt, auch sehr gute Qualität. Aber ich finde, das kennt man von Razer eigentlich auch nicht anders. So, außerdem gibt es hier noch einiges an Papierkram. Unleash your true potentiale. We were the first to create a mouse dedicated to gaming. Wie immer gibt es auch wieder Aufkleber dabei. Und ja, eine Anleitung. Da steht dann alles drin, was ihr so wissen müsst. Fünf Onboard Memory Profiles, Razer Optical Mouse Switches, also optische Schalter, 20K Razer Focus Optical Sensor und 70 Stunden Batterielaufzeit. Ja, und ihr könnt natürlich die Maus auch frei konfigurieren und einstellen, wie ihr das gerne möchtet. Ich finde wirklich das Dock ziemlich cool und ja, die reine Optik der Maus. Schön ist übrigens auch, das habe ich ganz vergessen zu zeigen, dass der Empfänger hier unten eine kleine Verstaubox hat, also so ein kleines Dock für den Empfänger. Das bedeutet, ihr könnt den da halt reintun und ihn halt auch mitnehmen, wenn ihr die Maus mal
einpackt und mitnehmt in Urlaub fahrt, keine Ahnung, wo auch immer ihr hinfahrt, dann könnt ihr den Empfänger hier unten in der Maus verstauen. Das ist ziemlich gut gemacht und da hat offensichtlich jemand bei den Razer-Ingenieuren weitergedacht als viele andere. Der Empfänger kommt dann übrigens hier in das Dock hinein. So. 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 Eine schöne Maus, ne? Eigentlich viel zu schade, um sie zu bespielen. Was meint ihr? Und angeschlossen sieht sie natürlich noch viel cooler aus. Und das liegt eben auch erstmal an der Optik der Maus natürlich und zweitens halt auch an den schönen Möglichkeiten der Razer Chroma Beleuchtung. Ihr könnt halt einfach ganz tolle Lichteffekte zaubern und das halt mit eurem Setup abstimmen. Schön, oder? Was meint ihr? Bespielen oder wieder einpacken und auf Halde legen für die nächsten 30 Jahre? Wenn dann ein Remake oder Remaster von Cyberpunk 2077 kommt. Ja, das war's von mir. Ich sag danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal, was ihr von der Maus haltet und was ihr vor allem von Cyberpunk 2077 haltet. Das würde mich mal interessieren. Werdet ihr das Spiel spielen oder ist das eher nicht so euer Ding? Tschüss, bis dann.